Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe Neuzugang in meiner Werkstatt. Das ist eine Tischbohrmaschine. Das ist eine Tischbohrmaschine mit zwei Stufen. Ein schönes Gerät. Das ist, ich glaube, früher in der Industrie benutzt worden. Und dafür baue ich mir heute ein Untergestell oder einen Unterschrank oder einen Tischbohrmaschinentisch, wie man es auch nennen möchte. Und da habe ich mir mal was überlegt, dass ich den Stauraum diesmal ein bisschen anders gestalten werde. Und zwar ist der Stauraum, ich sag mal, nach Kategorien aufgeteilt. Werde ich später aber noch ein bisschen genauer ansprechen. Ich werde USB-Lack benutzen, ich werde vorne Blenden an die Eiche dranbringen, Eichenblenden an die USB-Platten dranbringen, damit das auch gescheit aussieht. Wir werden das Ganze so machen, dass es nicht mehr wackelt, also dass es nicht mehr kippelt. Das werde ich hier in dem heutigen Video zeigen. Und außerdem benutze ich heute eine richtig coole Vorrichtung. Die gab es im letzten Video. Ich habe es ja relativ provokant genannt, ist das der Ersatz für eine Handkreissäge oder eine Tauchkreissäge. Das werde ich dir heute im Video auch mal zeigen. Richtig cooles Teil, wenn du dir überlegst, eine Tauchkreissäge zu holen mit Führungsschiene. Schau dir mal das an, ob dir das reicht. Und damit kannst du viel Geld sparen. Aber alles Weitere siehst du dann im heutigen Projekt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, vielleicht auch beim Nachbauen. Und vielleicht kennen ein oder zwei von euch ja schon diese Tischbohrmaschine. Sie ist auf einem anderen Kanal schon seit langer Zeit bekannt. Viel Spaß beim Video. Du siehst, meine Werkstatt ist noch ein relativ starker Saustall. Das liegt zu einem daran, dass letzte Woche meine Säulenbohrmaschine kaputt gegangen ist und ich da extrem viel rumgeräumt habe. Und zum anderen liegt es, ich zeige es euch, daran. Da alles. Das sieht jetzt wieder so aus, als wenn meine Werkstatt mega groß wäre, aber ist sie nicht. Und das hier ist mein Drechselplatz. Es gibt auf meinem Shop neue Produkte. Und bevor das alles angefangen hat, habe ich erstmal angefangen, selber Stifte zu drechseln. Und dann habe ich mir noch vorher neue Spannfutter gekauft und. Das bedeutet, hier ist ziemlich viel neues Zeug dazugekommen. Und da habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich mittlerweile so auch manche Dinge nach Kategorien, sage ich mal, in eine Schublade unterbringen kann. Das sieht derzeit noch so aus. Ich habe es dann in Pappkartons stehen. Und ja, dieses ganze neue Zeug will ich irgendwie in einer Schublade unterbringen. Das ist dann nicht so eine Schublade, die macht man auf, holt etwas raus. Das ist so eine Schublade, da kommt dann alles rein. Und wenn ich dann das machen möchte, in dem Fall zum Beispiel Stifte drechseln, hole ich die ganze Schublade raus und muss eh alles rausholen. Das ist so der Gedanke dahinter. Jeder, der eine Werkstatt hat, kennt es. Alle waagerechten Flächen in der Werkstatt werden dann ausgenutzt. In dem Fall nicht so gut. Nur noch mal kurz als Hintergrund, warum ich mich für dieses System entscheide. Das ist meine neue Tischbohrmaschine. Die brauche ich, um Stifte machen zu können. Und die habe ich vom lieben Peru, der ist der Kompressorschrauber im Prinzip, unter dem Namen kennt ihr ihn vielleicht. Und er hat mir hier diese Maschine vorbeigebracht, ich habe sie ihm abgekauft und dafür muss ich jetzt erstmal einen neuen Stand bauen. Das hier ist übrigens die Maschine, die der vorher da gestanden hat, aber da ist der Motor kaputt gegangen und ich habe jetzt derzeit keinen neuen Motor gefunden, der da drauf passt. Und aus dem Grund habe ich mir jetzt diese Tischbohrmaschine gekauft. Die ist aber echt gut gewesen, ich denke, ich werde es einfach aufheben, vielleicht rufe ich die irgendwann wieder ins Leben. Ich werde für dieses Projekt USB benutzen und ich habe in der letzten Folge hier auf meinem Kanal hier diesen Schlitten gebaut. Wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, ist ein eigenes Projekt. Das zeige ich euch, wie ihr so eine, im Prinzip einen Schiebeschlitten nur links herum mit einer Handkreissäge bauen könnt. Damit könnt ihr große Platten mit 90 Grad Schnitten dann ablenken. Das ist genau das, was ich heute für dieses Projekt brauche. Die USB-Platten sind hier in diesem Schuppen. Falls ihr das nachbauen möchtet, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, 15er Platten zu holen. Sind ein paar Euro teurer, aber da brechen euch die Platten an den Kanten nicht so schnell auf. Das Coole an dieser Geschichte ist jetzt einfach, dass ihr eure USB-Platten holen könnt. Schiebt dann eure Vorrichtung rein. Ich habe hier noch was untergelegt, damit es auf der richtigen Höhe ist. Dann schiebt es einfach hier rein, legt es hinten bündig an und als erstes schneide ich mal den Hut weg. Bei der Handkreissäge müsst ihr halt schauen, dass hier dieser Schutz, dass der ganz nach oben ist, dass ihr euch nicht die ganze Zeit stört. Das passt jetzt hier einmal rein und wir können jetzt einmal mal den Hut abschneiden. Schon das Kreissägeblatt falsch und wieder eingebaut. Alter. Ich schneide als erstes jetzt die großen Seitenteile zu. Und das Gute ist jetzt einfach, ich muss hier einfach das Teil hier anlegen und markieren. Und das zweite Stück markiere ich mir jetzt auch direkt. Ich lasse einfach die Schnittfuge dann in etwa Platz, in etwa frei. Jetzt kann ich das nächste Stück weiterschieben und kann wieder schneiden.
Man muss dazu sagen, die Schnittkante ist nicht so gut. Der sieht einfach aber an dem Blatt, weil die Säge schon echt alt ist. Und ich würde mal die Genauigkeit sagen. Hier haben wir so einen kleinen Versatz, aber das würde ich mit einer Führungsschiene nicht genauer hinbekommen. Also das hier ist mehr als ausreichend. Und das Geile ist jetzt einfach an dieser Vorrichtung, ich kann die abgelenkten Stücke jetzt einfach nehmen und auf fertige Breite schneiden und muss hier nichts umbauen. Und das Geile an diesem kompletten System ist jetzt einfach, wenn ihr noch eine Platte braucht, schiebt es einfach wieder in unsere Vorrichtung, legt sie vorne bündig an, das geht erstaunlich genau. Schiebt so weit genug, dass ihr die Feder oder einfach die Nut abschneiden könnt. Das tut sie jetzt. Schneiden. Rausziehen und einfach die Pfeile benetzen. Und schneller geht's nicht. Ich habe von diesen grauenhaften Kanten gesprochen wegen dem stumpfen Sägeblatt. Aber wenn man das jetzt mit etwas grobem Schleifpapier schleift, ist es schon fast nicht mehr so schlimm. Ich habe gerade im Hintergrund noch hier die Teile geschliffen, denn ich will hier vielleicht mal ausprobieren, das Ganze mit USB-Lack zu behandeln, weil ich mir bald ein Möbelstück aus USB machen werde. Das gibt dann auch ein eigenes Projekt. Jetzt benutze ich hier diese Eckspanner, die habe ich sogar noch von meinem Großvater. Nur die dauern immer ein bisschen länger als die andere Variante, weil man die schrauben muss. Ihr könnt ja gerne mal hier an der Umfrage dran teilnehmen, wie ihr zu USB-Möbeln steht. Also ich bin echt mal gespannt, wie der USB-Lack später aussieht. Ich habe schon ein paar Videos gesehen. Aber ich denke, wenn man es dann im echten Leben vor sich hat, dann ist das wieder eine ganz andere Hausnummer. Und ich denke, das könnte auch echt cool werden. Aber ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Jetzt kann ich mir noch zur Unterstützung, weil die Teile da halt nicht so viel, hier noch mal einen Rahmenspanner holen, den klatsche ich dir einfach einmal drum. Ich mache jedes Mal das gleiche, wenn das ja die Schmalseite hier. Jetzt haben wir da die Jute gespannt. Jetzt fällt auch nichts mehr auseinander. Ich habe jetzt hier hinten dieses Rückbrett zugeschnitten und damit bekommen wir das Ganze stabil und vor allen Dingen auch rechtwinklig, denn durch die jetzige Konstruktion kann sich es halt immer noch so verdrehen. Ich habe jetzt ein paar Teile zugeschnitten und zwar sind das hier die Abstandshalter. Damit kann man die dann einfach festschrauben, das Ganze markieren, da geht das auch sehr einfach. Und hier, das sind die Zwischenböden, ich schneide die immer ein Stückchen im Übermaß, denn dann messe ich mir erstmal hier oben die Breite. 35 und dann messe ich mir hier diese Breite, hier haben wir jetzt 35,1, das bedeutet, ich schneide noch einen Millimeter ab. Jetzt nachdem ich das auf das passende Maß geschnitten habe, passt das hier auch echt sehr, sehr einfach rein. Und das Wichtige hier ist halt einfach, dass ihr schaut, dass ihr euren Schrank nicht rund baut. Das bedeutet, wenn ihr jedes Teil hier rein klopft, dann wird das Ganze irgendwann hohlbauchig. So, 35. Ich habe auch extra die Schubladen nicht ganz pressbar bis hinten hingeschnitten. Das bedeutet, dass ich da nicht so genau arbeiten muss. Und kann es vorne einfach bündig hier zur Front bauen. So, das eigentliche Teil haben wir jetzt fertig. Wir haben zwar noch keine Schubladen, aber ich will bei diesem Möbelstück, bei diesem Werkstattmöbelstück noch was ausprobieren. Und zwar möchte ich hier vorne mal Eichestreifen draufbringen. Ich habe hier noch Abschnitte, das sind Abschnitte von der Küche von meinem VW-Bus-Ausbau und die werden wir jetzt erstmal planhobeln, zuschneiden, auf Länge bringen und dann zeige ich euch, wie ich versuchen werde, die hier drauf zu bringen. Ich habe jetzt hier solche ganz kleinen Nägel und die werde ich jetzt reinschlagen. Und die werden das jetzt erstmal so ein bisschen stabilisieren. Hey Mama. Klappt das?
Jo, willst du mal gucken? Mensch, du hältst halt nicht hoch. Oder störe dich das dann gerade? Hast du noch so eine Viertelstunde? Ja, dann staubsaug ich noch den Keller. Kommst dann einfach. Das konnte jetzt, ich glaube, 2 Stunden lang. Alter, da fallen direkt ganz im Winkel runter, ey. Passt da auf. Das konnte jetzt 2 Stunden lang trocknen. Ich habe da extra noch ein paar Gewichte drauf gemacht, damit das auch möglichst gut hält. Vielleicht können sich ja ein paar von euch an die Folge Tipps erinnern. Da habe ich hier diesen Planschleifklotz gebaut. Damit werde ich jetzt mal hier über diese ganzen Leisten drüber gehen, damit die nicht angeschliffen werden. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich dieses Werkstattprojekt überhaupt lackieren soll, beziehungsweise mit OSB-Lack behandeln soll. Aber ich denke, das hier ist eine gute Übung, weil ich will ja, wie gesagt, ein Möbelstück aus OSB bauen. Und da will ich einfach mal schauen, wie gut so OSB-Lack ist. Ich habe das schon in vielen Videos gesehen, aber noch nie ausprobiert. Und heute ist es soweit. Bin ich mal gespannt. Sieht eigentlich aus wie ganz normaler Lack. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob man das Zeug verdünnen müsste. Müsste man es verdünnen? Müsste man es verdünnen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Google ist dein Freund. Oder wie sagt man so gerne? Ah, ich glaube. Lauf noch. Erst mal den Verdünner. Beim zweiten Gang. Da wird er verdünnt. Ein Zuschauer war noch vor einigen Wochen oder ich glaube Monaten noch so lieb und hat mir hier eine Lackpinselrolle. Ein Z zukommen lassen. Vielen lieben Dank. Also ich glaube mal irgendwo gesehen zu haben, dass es gut ist, wenn man das Zeug beim ersten Gang dick aufträgt und beim zweiten Gang dann ein bisschen verdünnt. Ja, bin ich echt gespannt, wie gut das da Zeug ist. Das sieht ja mal echt cool aus. Coole Sache. Boom! Hey. So, das Hauptregal ist jetzt im Prinzip fertig. Ich habe das Ganze noch ein zweites Mal lackiert und ich habe gerade im Hintergrund die Füße hergestellt. Die Füße habe ich mir hergestellt, damit ich ein bisschen mehr Breite habe, damit die Maschine auch nicht rumkippt. Und außerdem habe ich da noch was vorbereitet, damit man Einschraubfüße anbringen kann. Da kann man das Ganze nivellieren, dann soll es auch nicht mehr so rumwackeln. Oh, das ist doch zu tief. Das geht noch. Mich wundern, ich habe hier relativ viele Schrauben reingemacht. Einfach nur, weil ich nicht so viel Futter habe, um diese Teile hier in dem OSB zu verschrauben. Und ich würde euch auch empfehlen, die Schrauben von der anderen Seite reinzuschrauben. Aber das geht bei mir nicht mehr, weil ich da jetzt... schon Regalboden drin habe. Sieht fast so perfekt, oder? Wenn du gleich die Säulebohrmaschine wie diese Abrisskugel in den Boden einschlägt. Moment. Ist zu hoch, gell? Habe ich es wirklich zu hoch gemacht? Ich habe es, glaube ich, zu hoch gemacht. Super. Naja, haben sie es wirklich 2 cm zu hoch gebaut, das Teil. 86. Boah, es passt genau. Ich habe doch genau gemessen. Das Praktische an diesen Stellfüßen ist halt jetzt auch auf jeden Fall, wenn das Ganze in irgendeiner Richtung wackeln sollte, ist hier oben extra ein Kreuzschlitz, dass ihr es einstellen könnt. Aber in dem Fall wackelt da nichts. Super. Da sieht, mein Bohrer untergestellt ist jetzt endlich fertig
Und ich bin echt happy mit dem ganzen Ergebnis. Mit den Einstellfüßen kann ich jetzt hier das Ganze so einstellen, dass es nicht mehr kippelt. Das war bei meiner alten Sonnenbohrmaschine ja so. Hier vorne die Eichenfronten gefallen mir richtig gut. Und generell das ganze System gefällt mir richtig gut. Vielleicht will ja jemand von euch wissen, warum ich mir jetzt hier solche Kisten überlegt habe, die man praktisch greifen kann und keine Vollauszüge oder was ähnliches verbaut habe. Das hier habe ich mir überlegt, ist im Prinzip für ein paar Drechselsachen oder so ein bisschen Werkzeug, was man immer komplett braucht. Das bedeutet, man macht das Werkzeug rein. Wenn man es nicht braucht und wenn man es benutzt, muss man die ganze Kiste rausholen. Ich zeige dir mal, was ich meine. Zum Beispiel beim Drechseln von Stiften habe ich das bis dato mal so gemacht, dass wenn ich fertig war, ich alles in so einen Karton gemacht habe. Das hier sind zum Beispiel, komm, ich zeige es dir mal genau. Wenn ihr Stifte drechseln möchtet, braucht ihr Penblanks. Ihr braucht Schleifpapier, da haben wir hier zu einem noch Micromesh. Dann habt ihr Kleber, dann habt ihr Dinge zum Aufpressen, dann habt ihr hier etwas, um später oder am Anfang die Hülsen zu schleifen. Ihr habt super viel Zeug. Ihr habt eine, wie heißt es nochmal, einen Planfräser, nenne ich es ganz gerne. Ihr habt die Bushings und. Noch mehr Kleber. Hier noch kleine Helferlein, um die Teile zu schneiden. Also unterm Strich habt ihr mega viel Zeug, was alles in eine Kiste kann, aber wenn ihr es braucht, braucht ihr die ganze Kiste. Und aus dem Grund habe ich es mir einfach so überlegt, wenn ich Stifte drechsel, hole ich die ganze Kiste, nehme sie mit an die Werkbank und kann dann dort mein Zeug ausräumen. Und das ist auch so der Sinn hinter der ganzen Sache, weil beim Drechseln sind oft Dinge dabei, die ihr oft nicht braucht. Oder ihr braucht es dann einfach mit ein paar anderen Teilen und. Und so habe ich mir überlegt, werde ich hier mal versuchen, das Ganze aufzuräumen. Was ja auch noch wichtig ist zu betonen vielleicht, ist, dass ich geschaut habe, dass hier der Fuß von der Bohrmaschine, dass der ein bisschen unter der Tischkreissäge ist. Denn meistens muss ja das meiste Zeug über die Tischkreissäge und nicht über diesen Bohrtisch. Und aus dem Grund habe ich geschaut, dass ich hier so 2 cm Luft habe. Das habe ich bei allen Maschinen beachtet und ich kann alle Maschinen im Prinzip so neben die Kreissäge stellen, weil der Tisch ein bisschen unter der Kreissäge steht. Das soll es auf jeden Fall mit dem heutigen Video gewesen sein. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von dem Tuch hier hältst, von dem Stauraum hier hältst. Und vielleicht hast du den ja auch schon zu Hause und wie funktioniert denn das bei dir? Also wenn du den schon zu Hause hast, kannst du mir deine Erfahrung ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten ist es ein schöner Stand, ein Unterschrank. Vor allem, man kann ihn gut ausnivellieren. Die Bohrmaschine, die habe ich ja so nicht festgeschraubt. Das mache ich bald. Und es werden bestimmt ein paar Fragen, deswegen gehe ich der Frage jetzt hier am Schluss noch einmal voraus. Das ist dieselbe oder das ist die gleiche Bohrmaschine, Tischbohrmaschine, die der Michael Truber auch hat von Let's Bastel. Und ich kann mich nicht beklagen, sie läuft relativ ruhig. Und ich bin gespannt, wie gut sie mir gefallen wird. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf deinen Kommentar und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.